Ihr habt mal wieder entschieden, die besten Charaktere sollen es also sein. Die Entscheidung kam dank neuem Voting-System zustande, denn ihr könnt jetzt auch auf YouTube für euren Favoriten abstimmen. Bedeutet, ihr habt nun 2 Stimmen, wenn ihr zusätzlich auf Twitter votet. Beide Endergebnisse rechne ich dann zusammen, somit sollte jeder die Chance haben, an den Votings teilzunehmen. Die neue Abstimmung findet ihr jetzt oben rechts in der Ecke oder ihr schaut auf Twitter nach. Aber genug geschwafelt. Sich fiktive Rollen auszudenken, gehört einfach zu dem Comedy-Einmaleins. Doch welche haben mich besonders überzeugt? Hier ist die Tube 5 der besten Charaktere auf YouTube. Na, wer von euch kennt Scene Take noch? Lars und Dan lieben es offensichtlich, in fiktive Rollen zu schlüpfen. Nicht umsonst besteht ihre Serie Oberucken nur aus diversen Charakteren der beiden Jungs. Und 2 davon gefallen mir persönlich besonders gut. Bernd und Adelheid. Ein Ehepaar, das von Stereotypen kaum zu überbieten ist. Bernd, gespielt von Lars, ist ein typischer Macho, der niemals ohne Bier unterwegs ist. Adelheid, gespielt von Dan, ist die besorgte Hausfrau, die alles auf sich ergehen lässt. Im Doppelpack ist Unterhaltung garantiert. Ich freue mich schon auf die 2. Staffel Oberucken und Scene Take TV landet somit auf dem 5. Platz. Mirella vom Kanal Mirellativ Egal hat mit Clotilde eine perfekte Parodie auf eine etwas betagte, in einer Vorstadt wohnende Frau geschaffen. Was sie aber nicht davon abhält, Vollblut-YouTuberin zu sein. Und sie hat einen Auftrag, versuchen die Welt von YouTube zu verstehen. Und dabei probiert sie sich auch an einigen Trends aus, zum Beispiel Instagram-Bilder nachstellen, Challenges oder DM-Halls. Clotilde ist immer up to date. Ich finde es beeindruckend, wie authentisch Mirella diesen Charakter spielen kann. Die Videos rund um Clotilde sind auf jeden Fall einen Blick wert und mir relativ egal, bekommt von mir den 4. Platz. Die Außenseiter haben sich nicht nur mit Songparodien und der KB-Show einen Namen gemacht, nein, auch Saschas Rolle Herbert hat einiges zu ihrem Erfolg beigetragen. Der etwas debil wirkende Herbert, den man leicht mit Walter aus Wo ist Walter verwechseln könnte, war ein permanenter Faktor bei den Außenseitern und ein absoluter Klickgarant. Auch heute spielt Sascha diese Rolle noch regelmäßig auf seinem eigenen Channel und gibt der fiktiven Persönlichkeit sogar das komplette Kommando über den Kanal. Herbert ist YouTube-Kult und landet somit auf dem 3. Platz. Torge ist ein wahrer Meister, wenn es darum geht, sich Rollen auszudenken. Egal ob Hauptkommissar Ronny, Lexa, Cheyenne oder Sandra. Sonnenbrille auf dem Kopf und Hawaii-Kette umgehängt, so wird aus Torge Sandra. Und dieser Charakter ist ein Phänomen, denn die Rolle lebt von ihrer Performance. Torge trifft die etwas minder bemittelte Sandra perfekt und die Videos mit ihr sind auch seine erfolgreichsten. Sie hat sogar schon einen eigenen Song herausgebracht. Platz 2 geht an Sandra. Ein Stück deutscher YouTube-Geschichte findet sich auf dem 1. Platz wieder. Fresh Dumbledore. Der Charakter von Cold Mirror ist einfach Kult. Ich meine, es ist ein rappender Albus Dumbledore. Wie geil ist das denn bitte? Angefangen mit den Harry Potter Synchros, droppte Fresh D später einige Alben, die an Flow und Skill kaum zu überbieten sind. Noch heute kann ich einige Songs in- und auswendig. Zwar liebe ich Cold Mirrors Home-Video-Look, würde aber auch wahnsinnig gerne mal einen Fresh Dumbledore in einem High-Quality-Musikvideo performen sehen. Platz 1 geht an den Mann, dessen Bart so lang ist wie seine Reimketten. Fresh Dumbledore.